Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal kein Kiss, sondern ich habe mal was völlig anderes. Wir gucken uns heute ein Hörspiel an. Und zwar die neue John Sinclair zum 50-jährigen Jubiläum Villa Wahnsinn in einer Doppel-Vinyl-Gatefold-LP-Ausgabe. Da haben wir das wunderschöne Stück und was richtig cool schon mal ist, das Ganze kommt in so einem Metallic-artigen Cover, ist so ein bisschen Foil, nennt man das ja auch immer gerne, so eine Glanzfolie, Metallic-Folie, jetzt habe ich das, was ich gesucht habe, das Wort. Auch innen sieht das sehr, sehr gut aus, hier das coole Logo mit den 50 Jahren oder einfach nur die 50, sehr genial gemacht, hier sehen wir die ganzen Erzähler. Und Sprecher des Ganzen, sehr, sehr nice. Gucken wir einmal hinten drauf. Da haben wir dann eine, ja, es ist nicht nur eine LP-Variante, ich habe es völlig vergessen, es ist eine Picture-Vinyl-Variante. Also das auch richtig schön. Da seht ihr die vier Motive. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein, was wir da haben. Starten wir hier einmal mit der Innenhülle. Da sehen wir schon Seite A. Und Seite B, ich habe die vorhin schon einmal draußen gehabt und habe mir die angeguckt. Die sehen sehr, sehr schön aus. Und da haben wir es. Wunderschönes Picture-Vinyl. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Das ist wirklich gerade gekommen. Ich habe es gerade ausgepackt und dachte mir, ich mache mal schnell ein Video. Ich habe es noch nicht mal aufgelegt und mir angehört, ob das Hörspiel gut ist oder nicht. Ich bin jetzt nicht der Mega-Riesen-John Sinclair-Fan. Ich mag eigentlich drei Fragezeichen lieber. Aber John Sinclair habe ich auch sehr, sehr gerne als Kind gehört. Und ja, Vinyl habe ich bisher noch keine weiter von John Sinclair. Es gibt auch, glaube ich, nur zwei weitere Ausgaben. Der schwarze Henker und ich glaube noch irgendeine. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich glaube, es ist jetzt die dritte Vinyl, die es von John Sinclair gibt. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mir das auf jeden Fall anhören, ob das eine coole Geschichte ist oder nicht. Gibt ja so John Sinclair-Geschichten, die sind eher so mau. Aber naja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Das Ding auf jeden Fall optisch eine glatte 1. Dann schauen wir uns die zweite an. Da leider ein kleiner Wermutstropfen. Wir haben einen Seam Split an der Innenhülle und das nicht zu knapp. Er ist relativ groß. Da haben wir dieses wunderschöne Bild nochmal auf der Innenhülle. Und dann hier nochmal eine Schreibmaschine und das Ganze spiegelt sich dann natürlich wieder auf der Scheibe und ehrlich gesagt, guckt euch mal bitte die Seite an. Wenn man jetzt John Sinclair Fan ist, alleine zum Einrahmen sich nochmal eine zweite kaufen und das Ding irgendwie im Bilderrahmen packen. Absolut geniales Ding. Schönes Bild. Gut, die andere Seite mit der Schreibmaschine ist jetzt, ja, okay. Aber das Ding hier auf jeden Fall richtig schön. Sieht sehr, sehr gut aus. Ja, super schönes Teil. Was soll ich sagen? Ich bin begeistert von der Aufmachung. Sehr genial. Ist jetzt aktuell zu bekommen bei Amazon. Ich glaube, ich habe irgendwas um die 30 Euro für diese Doppelvinyl bezahlt, was ich wirklich auch einen okay Preis finde. Es gibt Doppelvinylscheiben, gerade Richtung Rammstein oder sonstiges, die irgendwo im 50-Euro-Bereich liegen. Da ist man hier mit 30 Euro gut dabei und besonders hat man eine super schöne Hülle im Metallic-Design und dann die Picture-Disc da drin. Das ist schon ein echt schönes Set für John Sinclair-Fans oder Hörspiel-Vinyl-Sammler. Da kann man, denke ich mal, nichts falsch machen. Richtig schönes Teil. Jo, das war's schon wieder. Ein kurzes und knappes Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes. Kein Kiss, aber Kiss kommt demnächst wieder. Das kann ich schon mal spoilern. Ich habe nämlich zwei wunderschöne Boxen bekommen. Und die werde ich euch demnächst zeigen. Da werden dann zwei Videos kommen. Wir gucken jede Box einzeln an. Das ist auf jeden Fall ja jeden Cent wert, was ich mir da geholt habe. Ich war sehr, sehr glücklich, als ich sie bekommen habe und ausgepackt habe. Richtig schön. Gut, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von Hörspielen auf Vinyl haltet. Seid ihr da am Sammeln oder eher nicht? Möchtet ihr das hier mehr sehen oder nicht? Ich denke mal, ich habe ja noch nicht so viele Zuschauer. Dass da jetzt viele Kommentare kommen werden, bezweifle ich. Aber vielleicht ist ja der ein oder andere da, der sagt, hey, cool, Hörspiel auf jeden Fall. Und ja, vielleicht ja auch nachträglich, wenn diese Videos irgendwann
ja länger unterwegs sind bei YouTube, kommt vielleicht der eine oder andere noch auf dieses Video zurück und schaut sich das an. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo würde mich megamäßig freuen, wenn ihr das da lasst und weiter sehen möchtet, was ich so an Vinyl bekomme und auspacke. So, jetzt bin ich aber raus. Keep on rocking. Ciao.